Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir müssen das heutige Thema leider verschieben, da ich aufgrund der gestrigen Folge Pietro und Sarah ein wenig verstört bin. Ich meine das jetzt auch gar nicht so verarschungsmäßig. Ich meine, alle sind die beiden am Verarschen. Ich habe am Anfang auch mitgemacht, aber ich ziehe jetzt offiziell zurück und habe was zu sagen. Also was die werte Dame gemacht hat, ist definitiv ein Bitch-Move. Ich möchte das gar nicht irgendwie schönreden, aber was viele vergessen bei der ganzen Geschichte, wir leben in Deutschland, Freunde. Also, wäre das in Iran passiert, hätte man die Dame gesteinigt. Aber hier leben wir in Deutschland und hier sind 60% aller Ehen geschieden. Hier bumst jeder fremd mit dem anderen, weil wir einfach in einer versauten Generation leben und frei sind. Woohoo! Also lass die beiden Armen, die so dumm gewesen sind, ihr Leben in die Öffentlichkeit zu tragen, doch einfach mal in Ruhe, ihr ehrenvollen Batmans. Also Leute, ich möchte um Gottes Willen nicht sagen, dass jeder hier in Deutschland so ist, aber wir leben halt in einem Land, wo das nichts allzu Schlimmes ist. Sowas passiert hier alltäglich. Alltäglich. Wenn deine Frau dich betrügt, wenn deine Frau sogar ein Massengangbang mit 8 Männern macht und du 5 Kinder mit ihr hast und ihr eine Ohrfeige danach gibst, kriegst du eine Anzeige hier. Verstehst du? In Deutschland ist das so, wenn eine Frau sich ungeliebt fühlt und nicht geborgen fühlt, dann geht die halt ihre Liebe und Geborgenheit bei einem anderen holen. So ist das hier in diesem Land, versteht ihr das? Und um jetzt auch nicht nur auf die Frauen zu gehen, auch jeder Mann ab dem Moment, wo er Abwechslung braucht, fängt er an, ein systematisches Doppelleben zu führen. So ist das in diesem Land hier, so ist das. Dann die ganzen Weiber, du bist so eine ehrenlose Bitch, er war so gut zu dir, ich hätte das niemals gemacht. Ja, du hättest das niemals gemacht, weil es keinen gibt, mit dem du das machen kannst. Damit will ich sagen, wenn ihr rausgeht auf die Straße, lauft ihr am Tag bestimmt an 200 Damen und Männern vorbei, die genau dasselbe in ihrem Leben getan haben. Jetzt habt ihr die Dame 3-4 Wochen penetriert, beleidigt, ihr Leben gefickt und jetzt ist auch wieder gut. Hört auf, Steine zu schmeißen, ihr Steinschmeißer. Also würde man die Frau jetzt irgendwo in Iran steinigen, würdet ihr alle schreiben, oh Gott, das ist doch viel zu schlimm, aber was macht ihr denn? Ihr steinigt sie doch auch psychisch. Wenn sie selbst so machen würde, würdet ihr lachen. Also wenn ich der Sohnemann Alessio wäre, würde ich auf meinen 18. Geburtstag warten, eine Pumpgun nehmen und alle eure Mütter ficken kommen. Außerdem trage ich eine Rolex.